Ich bin sehr stolz, den Mann begrüßen zu dürfen, der jetzt gleich kommt. Er ist ein Kollege, über den nur Gutes erzählt wird in der Branche. Und ich sage Ihnen, wir, die Kabarettisten und Comedians, wir, die Fröhlichen, die immer so lustig rüberkommen, bei uns in der Szene, wirklich, wir gönnen uns nicht den Dreck unter dem Fingernagel. Neid, Hass, wohin man schaut. Aber er ist ein Kollege, über ihn wird nur positiv gesprochen. Egal, wer man fragt, alle sagen, der ist toll. Der ist nicht nur toll als Kabarettist, als Schauspieler, als Drehbuchautor. Er ist auch einfach ein super Typ. Und ich bin sehr stolz, dass er heute exklusiv für die Radio 1 Satire-Show den Weg von Wien nach Berlin auf sich genommen hat. Ein Gast, den ich persönlich begrüße, nicht nur als Kollegen, sondern vor allem als Fan. Bitte begrüßen Sie Josef Harder! Guten Abend. Josef, willkommen. Gut angekommen in Berlin? Ja. Ja? Die Elbphilharmonie ist fertig. Was kommt als nächstes? Die Fertigstellung des Berliner Flughafens, Stuttgart 21 oder doch die Wahl des österreichischen Bundespräsidenten? Bundespräsident würde die Lebensqualität der Österreicher nicht so beschädigen, wie wenn der neue Flughafen kommt, weil wir alle so gerne nach Tegel fliegen und gleich mitten in der Stadt sind. Bundespräsident spüren wir nicht so. Ich glaube, vor ein paar Jahren ist die Ansprache vertauscht worden vom Vorjahr und niemand hat es gemerkt. Aber würdest du sagen, die österreichische Bundespräsidentenwahl kann überhaupt noch stattfinden in einer Zeit, die wir alle erleben werden? Sie wird stattfinden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich darauf freuen soll. Ja. Wir kommen gleich darauf zurück. Vorher wollen wir dich kurz vorstellen mit einem kleinen Film, den wir über dich gemacht haben. Mein Name ist Josef Harder, ich bin geboren 1962 in Waldhausen. Entschuldigung. Josef Harder, 54, Kabarettist, Schauspieler, Drehbuchautor und neuerdings auch Regisseur. Das alles ist aber nur sein Nebenjob. Im Hauptberuf ist er Österreicher, Erfinder und Gründer des Landes, das die mit Abstand besten Kabarettisten der nördlichen Halbkugel hervorgebracht hat. Leute wie ihn, diese beiden und natürlich diese beiden. Josef Harder ist eine Art österreichischer Nationalheld. Er ist so etwas wie der österreichische Günther Jauch, nur lustiger und mit mehr Gesichtsmuskeln. Er könnte auch glatt österreichischer Bundespräsident werden, will er aber nicht, denn es ist davon auszugehen, dass auch er die Wahl nicht mehr erleben wird. Ein bisschen weniger aggressiv. Harder wuchs auf dem Bauernhof seiner Eltern im oberösterreichischen Nöchling im Waldviertel auf. Später ging er auf ein Klosterinternat. Und der Teufel ist zu mir gekommen und hat gesagt, Josef, boah, es ist die Hölle. Danach konnte er nur Komiker werden oder Papst. Erst tingelte er als Kabarettist durch die Provinz, später über die großen Bühnen des Landes. Mit seinen Programmen Privat, Harder muss weg und Harder spielt Harder gelang ihm nicht nur die Stärkung des Humorstandorts Österreich, er war auch Wegbereiter des komödiantischen Anschlusses Deutschlands an Österreich. Ja, mein Gott, ich beginne halt in München immer, ja. Weil da kann man noch einigermaßen österreichisch spielen. In seinen bisher 4 Brenner-Filmen, in denen er den Kommissar Simon Brenner spielte, gelang es Harder sowohl das Publikum als auch die Kritiker zu überzeugen. Er ist also eine Art Alpenlandkreuzung aus Til Schweiger und Wim Wenders. Ich meine, das ist nicht zum Lachen oder so. Sie können lachen, wenn Sie wollen, aber... Im März kommt nun sein erster Film in die Kinos, in dem er selbst Regie geführt hat. Wilde Maus. Wäre Harder Til Schweiger, wäre es ein Film über das Sexleben von Gina-Lisa Lofink. Wäre Harder Hallervorden, wäre es ein Film über sich selbst, die alte wilde Wühlmaus. Bitte begrüßen Sie den Grund, warum der österreichische Brexit... Der Öxit niemals kommen darf. Die Mozartkugel des österreichischen Kabaretts. Josef Harder. Gibt's Fragen? Im März kommt ein neuer Film, Wilde Maus, in dem, der erste Film, in dem du selbst Regie geführt hast. Mhm. Worum wird's gehen? Was ist das Thema? Es geht um einen Kulturjournalisten, der entlassen wird von seiner Zeitung und so eine Wut hat, dass er kleine Terrorakte macht gegen seinen deutschen Chef. Und dann? Dann sagt er es auch zu Hause nicht, sondern geht immer offiziell in die Redaktion, treibt sich im Wiener Prater herum, trifft dort auf einen Typen, mit dem er in die Grundschule gegangen ist, der ihn immer verdroschen hat. Und es beginnt so eine seltsame Freundschaft zwischen den beiden, die beginnen eine Achterbahn zu renovieren und
er reitet sich so in die Scheiße rein und gerät in so eine gnadenlose Abwärtsspirale, dass das Happy End am Ende ist, dass er überlebt. Ja, davon träumen viele. Wie kamst du auf die Idee ausgerechnet dieses Plots? Also das eine war mal, dass ich, die erste Idee war mal so, dass ich das Thema Arbeitslosigkeit und das Thema Terror irgendwie miteinander kombinieren wollte, aber eben nicht als Sozialdrama, sondern als Satire. Und da habe ich mir gedacht, da ist der Mittelstand am besten, also wenn man so Leute nimmt wie uns. Und dann habe ich mir gedacht, wer sind so die Stahlarbeiter des Mittelstandes? Das sind die Printjournalisten. Da wird momentan total eingespart. Da ist die Frage, ob das überhaupt noch Mittelstand ist oder schon Prekariat. Ja, genau. Sie sind unterwegs dorthin. Und irgendwie hatte ich auch so den Wunsch, dass das ganz jemand ist, der sich in der Kultur bewegt und dann aber ganz jämmerliche kleine Sachbeschädigungen macht. Und weil er so unter diesem Ego-Verlust leidet. Also ich wollte so eine große Spannungsbreite für diese Figur haben. Und der Prater war halt so eine Gegenwelt. Der Prater ist in Wien eben das Schmutzige, das Dreckige, die laute Musik, alles dort, wo sich so jemand eigentlich nicht wohlfühlen kann. Und das Schöne ist, wenn man erzählen kann, dass jemand dann langsam dort heimatlich wird, obwohl er überhaupt nicht hinpasst. Gibt es bei solchen Figuren, wenn du die kreierst, konkrete Vorbilder, die du dann hast, die du dir so hinstellst, um dich an ihnen abzuarbeiten, oder bist du da komplett frei? Ich schreibe das und ich schreibe immer einfach eine Geschichte. Also ich denke gar nicht in den Charakteren so stark, sondern ich schreibe eine Geschichte, wo ich mir denke, die ist so spannend, dass sie andere auch gerne erzählt kriegen wollen. Nun machst du das erste Mal Regie. Warum? Weil wie immer, wenn Drehbuchautoren Regie zu führen beginnen, liegt es daran, dass sie nicht zufrieden waren, wie ihre Drehbücher verfilmt worden sind. Aha, Unzufriedenheit mit dem Regisseur der Brennerfilme. Nein, nicht Unzufriedenheit, aber ich habe mir immer gedacht, ich würde gern mal nicht einen Krimi haben als Vorlage. Ich würde mal gern überlegen, was kommt raus, wenn ich selber was mache ohne irgendeine Vorlage und wenn ich bei allen Entscheidungen einfach dabei bin. Ich hatte dieses Interesse, was da rauskommt. Und dann bin ich, ich träume davon seit 20 Jahren und habe immer ein, zwei Fassungen geschrieben und dann habe ich es weggeworfen. Und jetzt habe ich mir gedacht, die Lebenszeit wird immer weniger und wenn ich es jetzt nicht mache, mache ich es nie mehr. Wenn du sagst, du warst gespannt, was dabei rauskommt, was würdest du sagen, was ist dabei rausgekommen? Was sagt der Regisseur? Man ist so nah dran jetzt, dass man so schwer. Ich habe das Gefühl, dass es ein anständiger Film geworden ist, der einen eigenen Ton hat. Das hoffe ich zumindest, weil dann kann ich wieder einen machen, weil es hat saumäßig Spaß gemacht und ich möchte gerne wieder einen machen. Ja? Ja. Wir schauen mal rein. Ein kleiner Ausschnitt aus Wilde Maus ab März in den Kinos. Warum sitzt so mackert in einem fremden Auto? Ich kann das nicht so schnell erklären. Schade. Johanna! Oh. Jetzt sei nicht zu kindisch! Du sagst mir sicher nicht, was kindisch ist. Steig mir mal ein. Erklärst mir dann, warum du nackert in einem fremden Auto sitzt? Ja! Ich werde mich umbringen. Indem sie nackert in ein fremdes Auto setzt? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn der Hauptdarsteller gleichzeitig Regisseur und Drehbuchautor ist? Saßt du dann im Regiestuhl und hast du dir selber gesagt, oh, Josef, das war's noch nicht, das war's wirklich noch nicht, das machst du ein bisschen besser. Dann hast du dich umgedreht und dann hat der Schauspieler Josef Hader gesagt, na, ich fand mich schon ganz gut, aber du hast recht, ich mach's besser. Und dann hat der Regisseur wieder gesagt, na, das ist jetzt.
häng dir rein, mach's richtig. Ja. Oder wie macht man das? Wie kriegt man diese Rollen? Den Luxus könnte ich mir leisten, wenn ich der einzige Darsteller wäre. Aber in Wirklichkeit ist das Hauptproblem, dass du ja Kolleginnen und Kollegen hast und wenn die das Gefühl kriegen, dauernd ich spiele mit dem Regisseur und nicht mit einem Kollegen, dann spielen die nicht gut. Das heißt, man muss die irgendwie dazu bringen, dass sie vergessen, dass man Regisseur ist. Auch. Wie macht man das? Indem man so das organisiert wie eine Band, dass man sagt, wir spielen jetzt was zusammen und in jeder Band gibt es vielleicht einen oder eine, die manchmal ein bisschen mehr Ideen einbringt, wie man das nächste Mal spielen kann. Das heißt, es ist ein starker Teamgedanke, höre ich daraus. So habe ich es versucht, aber das gilt auch für alle Abteilungen nicht. Es gibt ja Regisseure so wie diese richtigen Arthouse-Regisseure, die sind alle ein bisschen Kontrollfreaks und haben eigentlich das Drehbuch schon fertig, wenn sie es im Kammerl geschrieben haben und sagen, jetzt muss ich es leider noch drehen, aber ich weiß eh schon, was es wird, jetzt muss ich mich mit Menschen beschäftigen. Und das wird dann auch wirklich tatsächlich so, wie sie es sich auch gedacht haben. Und ich habe es anders gemacht. Für mich ist Film immer das, was entsteht und dass man das eben nicht planen kann. Und mein Trick war immer, dass ich hingegangen bin und allen gesagt habe, dass ich total hilflos bin und nicht weiß, was ich machen soll. Und dann haben mir alle geholfen. War das eine Strategie oder war das wirklich so? Beides. Also Strategie. Naja, ich sagen wir so, du kannst ja ein Team nicht blöffen über viele, viele Tage. Sondern du musst genau das sein, was du bist, sonst machst du dich lächerlich. Es hat ja keinen Sinn. Also habe ich mich sehr gut vorbereitet. Ich habe auch ich habe zwei junge Kameraleute gehabt, die sind wochenlang mit mir gesessen und wir haben uns gemeinsam vorbereitet. Aber ich habe nicht so getan, als könnte ich das alles wirklich. Niemand kann das alles wirklich. Ich glaube, selbst wenn man ein paar Filme gemacht hat, kann man das nicht alles wirklich. Man braucht alle zusammen. Und es gibt vielleicht Regisseure, wenn da unten am Plakat steht, ein Film von, dann ist das gerechtfertigt. Aber es gibt vielleicht nur eine Handvoll Regisseure auf der Welt, die das eigentlich schreiben dürften. Alle anderen müssten brav schreiben, Regie und nicht ein Film von, weil der Film wird von so vielen guten Leuten gemacht. Und wenn man mal die Besetzung hat und die richtigen Leute, dann muss man nur noch schauen, dass man die Ideen nimmt, die sie einem geben und die einem nicht passen, so nett ablehnt, dass man wieder neue bekommt. Sehr schön. Hast du dich eigentlich aus Gründen vom Kabarett, sagen wir nicht verabschiedet, aber zurückgezogen? Du machst fast nur noch Filme, hast ein wunderbares Best-of-Programm, Harder spielt Harder, ein wunderbares Programm. Schon Jahrzehnte spiele ich das schon. Ja, und es kommen immer noch Leute und du hast ja auch privat sehr lange gespielt, Harder muss weg sehr lange gespielt. Warum hast du dich vom Kabarett zurückgezogen? Ich wollte unbedingt diesen Film machen und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt ein neues Programm mache, dann mache ich den erst recht wieder nicht. Dann bin ich aber irgendwann zu alt, um einen Film zu machen. Kabarett kann man machen, bis man 90, 100 ist. Das ist nicht so, da muss man nicht mit so vielen Leuten arbeiten. Da kannst du auch schon... Palüm, palüm. Sehr, oder? Ich nur, palüm, palüm. Können Sie, mit 90 machen Sie noch Kinder und machen Kabarett. Ja. Palüm, palüm. Ja. Die Arbeit, die du als Kabarettist machst, kannst du machen eigentlich. Du kannst, wenn du schwer krank bist, immer noch ein Programm schreiben, wo du im Bett liegst und du liegst unter einer Decke zugedeckt bis zur Nasenspitze. Und wenn du so gut bist, dass du trotzdem verhindern kannst, dass 2 Stunden lang niemand aus dem Saal geht, weil du so was Spannendes dir ausgedacht hast, dann kannst du immer noch Kabarett machen. Das ist das Schöne auch daran. Film ist anders. Film, da muss man jeden Tag in der Früh aufstehen, man muss durch den Schnee laufen, nackt durch den Regen laufen. Man das machen viele Kabarettisten auch so. Ne? Ja? Ja. Privat. Hobbys? Private Hobbys. Du kennst doch die Kollegen. Also das heißt, du kommst wieder als Kabarettist. Ja, natürlich. Habe ich das richtig verstanden? Unbedingt. Ja. Ja. Das ist der Beruf, der eigentliche ist, wo ich einfach das größte Maß an Unabhängigkeit habe. Und das werde ich nie aufgeben. Die Tatsache, dass du so beliebt bist in der Branche, würdest du dich selbst als so bescheiden bezeichnen, wie du wirkst? Oder ist das auch etwas, was du dir angewöhnt hast, so wie du dir die Hilflosigkeit, die dir zum Teil entspricht, im Moment der Regie zunutze machst? Ja, interessante Frage. Ich glaube, ganz wichtig, um wirklich bei allen Kolleginnen und Kollegen beliebt zu sein, ist nicht nur, dass man gendert, sondern dass man...
dass man gendert? Wo genderst du denn? Kolleginnen und Kollegen. Ach so. Ja. Das ist gendern. Ja, ja, natürlich. Ja. Habe ich auch schon mal gehört. Ja. Dass man schon Erfolg hat, aber nicht zu viel. Das ist mal ein wichtiger Punkt. Ja. Man sollte nicht in Fußballstadien spielen. Da kannst du noch so ein netter Kollege sein. Verstehe ich nicht. Was sagst du? Nicht verstanden. Wie kommst du jetzt auf das? Was ist denn das? Verstehe ich nicht. Gibt's doch gar nicht. Kommen die in Stadien? Gibt das nicht. Wo hast du das denn her? Kenn ich nicht. Also gibt das nicht. Nicht zu viel Erfolg. Und gibt das nicht. Der zweite Punkt ist, dass sagst du... Sagst du, dass das nicht gibt? Nee, gibt's nicht. Hat er gesagt, habt ihr gehört? Ja. Kennt er? Hat er gesagt. Gibt es das eigentlich in England und Amerika, habe ich mich oft gefragt, gibt es dort Comedians, die in Fußballstadien spielen? Weißt ich habe was? Neulich in Amsterdam Louis C.K. gesehen. Kennst du und Louis ja, C.K.? Ja, natürlich. Ja, und wo spielt der? Der war jetzt gerade auf Europatour, hast du es verpasst? Ja. Louis C.K., ein wunderbarer Comedian aus den USA. Wenn Sie Zeit haben, gehen Sie wirklich hin. Dauert jetzt ein bisschen, bis er wiederkommt. Er kommt nur alle paar Jahre mal wo auf hat er gespielt? In Amsterdam, in Prag, in Oslo, Dublin. Aber die Frage, die uns alle bewegt jetzt, uns beide, in Deutschland, wie groß? Amsterdam, ich glaube, es waren 14.000 Leute. Aha. Ohne Witz. Ja. Ein Amerikaner in Amsterdam, aber er war auch nicht in Deutschland. Das heißt, die ganzen Deutschen sind nach Amsterdam gepilgert, um ihn zu sehen. Ja, würden die deutschen Comedians sagen, hier ist 14.000 ist nicht wirklich viel. Ne? Ja. Da fängt es erst an, interessant zu werden. So, was muss man noch beachten? Du gibst ja gerade Karrieretipps. Ich muss aufmerksam sein. Also, nicht zu erfolgreich sein. Nicht meine Damen und Herren, wenn Sie Karten haben für den Dezember, bitte kommen Sie nicht. Wenn es wieder so voll ist, kriege ich Ärger, kommen keine Gäste mehr, weil man sagt, der Schröder, die blöde Sau, ist immer die Sau, ist immer die Hütte voll. Ne? Deswegen, weitere Tipps. Immer freundlich sein zu allen. Ja. Bisschen dauernd sagen, man kann es eh nicht. So ein bisschen Understatement ist auch nicht schlecht. Wieso lachst du jetzt? Weil das genau deine Strategie ist, die du da beschreibst. Ja, aber trotzdem Ehrlichkeit ist auch wichtig. Aber manchmal. Genau, so tun, als könnte man es nicht, aber es dann doch können. Ne? So wie du. Das ist wie der Einser-Schüler, der immer sagt, ich kann es nicht. Ich glaube, ich habe es versaut. Ich habe die Klassenarbeit versaut. Scheiße, nur eine 1 bis 2. Nur die Wahrheit ist, der hat deswegen die 1, weil er Angst hat vorher und was macht. Ja. Genauso wie zum Beispiel von den Bergsteigern, die Ängstlichen überleben. Und nicht die Mutigen. Ja. Und die Leute, die das Gefühl haben, sie können es nicht so gut und hart an sich arbeiten, haben dann oft auch mehr Erfolg als die, die glauben, sie haben alles so von vornherein dabei, oder? Ja, ich weiß definitiv. Ich hoffe, ich trete jetzt nicht so nah. Ich weiß ja gar nicht. Wir haben viel zu wenig über dich geredet. Du, es geht hier nicht um mich. Ich bin doch hier nur Medium deiner Gedanken, deiner Formulierungen. Weißt du, das hat therapeutische Züge. Wir sind unter uns, ne? Wir sind im Video-Livestream, guckt keiner, hört keiner. Hier sitzen ein paar Leute, aber die haben wir schon vergessen. Wir können über alles reden. In Österreich muss man aber schon, ich denke, das wirst du teilen, man muss sagen, die größten, besten Kabarettisten kommen aus Österreich. Es ist ein unglaublich hohes Niveau in der österreichischen Szene. Es ist auch für dieses kleine Land eine riesige Szene, die wir ja in Deutschland sogar nur zum Teil mitkriegen. Hast du eine Erklärung dafür, warum so viele gute Kabarettisten aus Österreich kommen? Ich erlebe es nicht so stark wie du, aus dem Grund, weil immer, das ist glaube ich auch so ein Naturgesetz, dass immer im Garten vom Nachbarn die Kirschen schöner sind. Weil die österreichische Szene ist großartig, aber ich finde auch die deutsche Szene wunderbar. Ich habe nicht das Gefühl, es gibt so teilweise Jahre oder auch Jahrzehnte, wo die Innovationen eher von der einen Gegend kommen und dann von der anderen. Aber ich sehe es nicht so glorios eigentlich. Ja. Ja, ich schon. Aber vielleicht ist es so. Vielleicht ist das einfach auch eine kognitive Verzerrung, eine Fremdwahrnehmung, wenn man es von außen wahrnimmt. Ich meine, kleine Länder tun sich manchmal leichter in jedem Kulturbereich, weil die Versuchung weniger ist, dass man großes Geld damit verdienen kann. Das gilt für die Filmszene und vielleicht auch für unsere Szene. In Österreich kommt niemand so rasch auf die Idee, jetzt wirklich ein Programm zu machen. Fürs Fußballstadion. Genau. Ja.
Weil wir haben nur ein großes in Wien. Ja. Und sonst haben wir eigentlich gar keine Fußballstadien in Österreich, wo es sich lohnt aufzutreten. Ja. Weil wir Vereine haben, wo die Leute einfach nicht so zahlreich hinkommen. Oft haben die Theater mehr Publikum als ja. in der österreichischen Bundesliga. Tatsächlich? Ja, ist wirklich so. Das spricht für die Österreicher. Josef, ich würde dich gerne zum Schluss noch zur politischen Situation in Österreich befragen. Wie gesagt, die Bundespräsidentenwahl, sie wird irgendwann stattfinden. Norbert Hofer von der FPÖ hat tatsächlich, wie es im Moment aussieht, ernsthafte Chancen da zu gewinnen. Die Identitären sind bei euch sehr stark. Die kennt man hier in Deutschland noch gar nicht so sehr. Es ist eine extrem rechte Gruppe, die Theateraufführungen von Elfriede Jelinek massiv stört. Wie ist deine Bewertung dessen, was in der politischen Landschaft in Österreich im Moment passiert? Und was hast du für ein Gefühl, wo geht das hin? Eigentlich, was alle sagen, die so Kommentatoren sind, dass die Gesellschaft sehr gespalten ist, dass die Lager ganz gleich auf sind, dass das eine sehr ungesunde und schlechte Entwicklung ist, dass Österreich immer eine sehr starke rechte Hälfte hatte, nur waren früher die Rechten auf alle Parteien verteilt. Und heute auf eine. Und heute auf eine. Ja. Würdest du sagen, Norbert Hofer hat Chancen? Ja, natürlich. Und es ist sehr besorgniserregend. Und es ist völlig offen. Ja. Was würdest du prophezeien, was würde passieren, wenn Hofer Bundespräsident würde? Wäre Österreich tatsächlich isoliert auf Dauer? Das weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass für Österreich ein großer Tabubruch wäre, weil die Leute dann sich denken würden, naja, es passiert eh nichts Großartiges, das geht doch. Und weil mittlerweile die Populisten in allen Ländern in Europa, wenn sie mal an der Macht sind, nicht so verlässlich scheitern, sondern offenbar Methoden gefunden haben, ständig das auf kleiner Flamme so zu köcheln, dass sie auch bei den nächsten Wahlen an der Macht bleiben und das Land richtig ruinieren können im Lauf von einem oder zwei Jahrzehnten. Das ist aber eben ein europäisches Problem, wo wir, sage ich mal, in Österreich noch das Geringste sind. Der einzige Trost, den wir in Österreich haben, ist, dass unsere Wahlen vergleichsweise unwichtig sind. Das ist aber der einzige Trost. Josef, zum Schluss würden wir gerne ein kleines Spiel mit dir machen. Die Nachrichten der österreichischen Zeitungen haben oft ein sehr kurioses Niveau. Wir würden gerne Nachrichten aus Österreich mit dir spielen. Ich lese dir Meldungen aus österreichischen Zeitungen vor und du musst tippen, haben wir die Meldung erfunden oder stand die wirklich in einer österreichischen Zeitung? Ja? Du bist bereit? Ja. Es geht los, erste Meldung. Erste Strahlenschutzunterhose Österreichs in Salzburg präsentiert. Die erste Strahlenschutzunterhose Österreichs präsentierte Udo Mukic exklusiv am Dienstag auf der Hot 1 Fachmodemesse in der Brandbox Salzburg. Eingewebte Silbernitratfäden und eine spezielle Webtechnik garantierten 99%igen Schutz vor Handystrahlung. Für Damen gibt es keinerlei Schutzunterwäsche. Stimmt die Meldung oder haben wir sie erfunden? Das klingt realistisch. Klingt realistisch? Ja. Was sagt das Publikum? Ja. Richtig, hier kommt die Lösung. Das war die Originalmeldung aus der Zeitung Strahlenschutzunterhose Österreichs in Salzburg. Wir haben so eine Tradition, dass bei uns so innovative Leute immer was kreieren. Und ja, sehr innovativ. Die Geschichte war so innovativ. Red Bull ist noch das harmloseste. Was da. So, zweite Meldung. In Mannersdorf an der Rabnitz, Bezirk Oberpullendorf, ist es Mittwochnachmittag zu einem versuchten Raubüberfall gekommen. Ein Mann wollte die Raiffeisenbank überfallen, musste jedoch am Tatort feststellen, dass er seine Handfeuerwaffe offenbar zu Hause vergessen hatte. Nachdem ihm weder Passanten aus seiner misslichen Lage helfen konnten, noch die Bankangestellten bereit waren, ihm ohne vorgehaltene Waffe das geforderte Geld auszuhändigen, floh der Mann unerkannt. Das sollte wahr sein. Ich bin dafür. Das wäre einfach so schön. Ja, du sagst, es ist wahr? Ich sage, es ist wahr. Was sagt das Publikum? Erfunden. Ach, schade, echt schade. Ja. Aber es sollte wirklich mal passieren. Vielleicht könnten wir das... Ja, können wir das zusammen machen, oder? Wollen wir uns da zusammentun? Ja, wenn wir nachher sagen, es war eine Kunstaktion, vielleicht kommen wir davon. Jetzt noch, solange die Wahlen noch nicht waren. Solange könnte es noch klappen, ja. Dann, wir gründen das neue Zentrum für kabarettistische Schönheit.
Dritte Meldung. Bei Nutzfahrzeughersteller MAN wird kein Jausenbier mehr getrunken. Nach einer Gesundheitskampagne sprachen sich 67% der Belegschaft für ein generelles Alkoholverbot im Werk aus. Das Unternehmen will nicht einen Moralapostel spielen, aber Alkohol am Arbeitsplatz verträgt sich nicht, sagt Werkssprecherin Birgit Pfeffer. Ganz leicht fällt der Abschied vom Bier manchen Werktätigen unterdessen nicht. Auf manchem Stimmzettel wurde für den Alkoholverzicht angekreuzt und handschriftlich widersprüchlich angefügt, aber zur Jause trinke ich mein Bier. Das klingt realistisch. Stimmt? Ja. Stimmt tatsächlich, hier kommt die Originalmeldung. Es stimmt, MAN-Belegschaft verzichtet mit großer Mehrheit auf Jausenbier, also ein bisschen. Meldung Nummer 4. In Hochwald rund um die Gloriette in Eisenstadt gibt es nun einen neuen katholischen Walderlebnispfad. Er bietet 14 Stationen, die individuell oder mit geistlicher Führung begangen werden können. Unter anderem können Besucher sich dort mit dem Tragen von Holzstämmen sportlich betätigen, Schweißtücher käuflich erwerben und Messwein verkosten. Das Erzbistum spricht von einer neuen Visitenkarte der Gemeinde Eisenstadt. Erfunden. Erfunden? Ja, sicher. Stimmt? Stimmt nicht, war erfunden. Ja. Du hast recht. Nee, es ist so, Katholiken dürfen keine Messwein trinken. Da kennt er sich aus. Ja. Guck. Ah. Aber absichtlich reingeschrieben. Also, die sind schon krank, aber so krank nicht, dass man es so merkt. Sind raffinierter krank. So, letzte Meldung. Ein selbsternannter italienischer Wahrsager behauptet, dass am Samstag in Bad St. Leonhard die Mutter Gottes erschienen sein soll. Während der Bürgermeister auf positive Impulse für den Tourismus hofft, ist man bei der katholischen Kirche wenig erfreut. Der sogenannte Seher Salvatore Caputa behauptet regelmäßig, Marienerscheinungen zu haben und solche vorhersagen zu können. Wie Caputa ausgerechnet auf Bad St. Leonhard gekommen ist, ist nicht bekannt. Die Stadtpolitiker hoffen nun auf Reisebusse mit Pilgern aus Österreich und Italien. Das stimmt. Du sagst, das stimmt? Ja. Stimmt tatsächlich, hier kommt die Originalmeldung als Beweis. 4 von 5 erkannt, ich finde, das ist eine sensationelle Bilanz. Josef, ich danke dir ganz herzlich, dass du gekommen bist. Wilde Maus ab März in den Kinos. Gehen Sie zu diesem Mann, wenn er in Ihrer Nähe spielt. Dankeschön. Josef Hader, ganz herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Vielen, vielen Dank, Josef. Dankeschön. Danke. Vielen, vielen Dank. Danke. Josef Hader. Dankeschön.